herzlich willkommen zu Musikalisches Koreanisches. Auch ich grüße Sie, ich bin Chiang. Ah, die Koreaner, aber auch die Deutschen verbringen ein langes Wochenende, denn der 3. Oktober ist in beiden Ländern ein Feiertag und er fiel in diesem Jahr praktischerweise auf einen Freitag. Hier in Korea feiert man den Feiertag, also den Tag der Gründung der Nation, Kaechonjeol. Ein langes Wochenende noch dazu bei dem Wetter, das ist optimal. Ja, man sollte nach Möglichkeit irgendwo hinfahren. Also wenn man mit seiner Freundin oder seinem Freund ausgehen will oder mit seiner Familie, sagt man das auf Koreanisch wie folgt. Nein, noch nicht verraten. Wir müssen doch unseren Hörern zuerst noch sagen, welches Lied wir heute vorspielen wollen. Ja, genau, ich war etwas voreilig. Also das Lied, das wir heute durchnehmen werden, ist Wollen wir ausgehen von Lin. Und hier kommt eine repräsentative Stelle aus dem Lied. 날 데리고 삼청동에 가줘요 신나는 데이트 해줘요 날 데리고 삼청동에 가줘요 신나는 데이트 해줘요 날 데리고 삼청동에 가줘요. 신나는 데이트 해줘요. Nimm mich mit nach Samcheong-dong. Wir sollten gemeinsam einen schönen Tag verbringen. Ich fahre auch oft nach Samcheong-dong. Dort gibt es viele schöne Galerien, kleine Shops und gute Restaurants. Ein richtig schöner Ort, um einen tollen Tag zu verbringen. Genau. Hören wir doch zuerst den Liedtext. Und hier kommt er. Du darfst nicht zu spät kommen. Bitte nimm mich mit. Schnell, zögere nicht. Bitte lass mich nicht auf dich warten. Sei nicht länger dort. Komm zu mir, ich will deine Liebe werden. Ich möchte nicht mehr alleine essen. Lass uns doch gemeinsam ins Kino gehen. Nimm mich mit nach Samcheong-dong. Wir sollten gemeinsam einen schönen Tag verbringen. Und im Lied hört sich das dann so an. 늦으면 안 돼요. 외로운 날 데려가요. Du darfst nicht zu spät kommen. Bitte, nimm mich mit. Schnell, zögere nicht. Bitte, lass mich nicht auf dich warten. Sei nicht länger dort. Komm zu mir, ich möchte deine Liebe werden. Ich möchte nicht mehr alleine essen, lass uns doch gemeinsam ins Kino gehen. Nimm mich mit nach Samcheong-dong. Wir sollten gemeinsam einen schönen Tag verbringen. Genau. Im Koreanischen verwendet man das Wort Daeite, wenn man ausdrücken will, dass man mit seinem Geliebten ausgeht. Also Daeite hada, mit jemandem ausgehen. Wahrscheinlich hat die Sängerin im Lied den Mann lange heimlich geliebt und will endlich mit ihm ausgehen. Daher sagt sie Daeite haejeoyo. Bitte geh doch mit mir aus. Hejuda hat die Bedeutung, etwas für jemanden tun. Genau. Wenn beide positive Gefühle füreinander haben, sagt man, Tete Halleo, sollen wir ausgehen? Anders als im Deutschen fragt man im Koreanischen den anderen, ob derjenige sein Freund oder seine Freundin werden will. Uri sagille oder Narang sagille, wörtlich übersetzt, sollen wir Freunde werden oder willst du meine Freundin bzw. mein Freund werden? Genau. 사귀다 kann aber auch wie folgt verwendet werden. Also 친구를 사귀다. Hier hat das Wort 친구 nicht die Bedeutung von der Freund oder die Freundin. 친구를 사귀다, Freundschaften schließen. Im Koreanischen sagt man auch zu Personen 친구, die man im Deutschen eher als Bekannte bezeichnen würde. Das ist ein kultureller Unterschied. Im Koreanischen ist der Begriff 친구 ein bisschen weiter gefasst. Genau. Und hier wieder die entsprechende Stelle aus dem Lied. Nal 데리고
삼청동에 가져요 신나는 데이트 해줘요 날 데리고 삼청동에 가줘요. 신나는 데이트 해줘요. Nimm mich mit nach Samcheong-dong. Wir sollten gemeinsam einen schönen Tag verbringen. Und jetzt die erste Strophe noch einmal. 늦으면 안 돼요. 외로운 날 데려가요. Du darfst nicht zu spät kommen. Bitte nimm mich mit. 어서요, 빨리요. 망설이지 마. Schnell, zögere nicht. Bitte lass mich nicht auf dich warten. Sei nicht länger dort. Komm zu mir, ich will deine Liebe werden. 이제 혼자 밥 먹기 싫어요 재밌는 영화 같이 봐줘요 Ich möchte nicht mehr alleine essen, lass uns doch gemeinsam ins Kino gehen. 데리고 삼청동에 가줘요 신나는 데이트 해줘요 Nimm mich mit nach Samcheong-dong. Wir sollten gemeinsam einen schönen Tag verbringen. Ja, und wenn Sie das Lied in voller Länge hören möchten, können Sie das wie immer in unserer Sendung am Sonntag tun. Außerdem können Sie das Stück natürlich im Internet mit unserem Music Player hören. Von Montag bis Donnerstag um 17 Uhr und 20.30 Uhr und von Freitag bis Sonntag um 17.50 Uhr und 22.10 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.